Mädchen aus der Eiche. In meinen hellen Stunden, da sehe ich nur dich. Das Schlimmste scheint verwunden, so tröste meist ich mich. Dann sehe ich in meinem Traume an der Edersaume ein Mädchen an der Eiche stehen. Ein schöneres habe ich nie gesehen. Doch will ich nach dir fassen, so wird das Bild verblassen. Du schaust mich an und flüsterst, du musst mich ziehen lassen. Das Herz will mir zerspringen bei deinem lieben Blick. Ach, könnte ich Gott bestechen, er brächt dich mir zu. Doch gibt's nichts zu verhandeln, ich muss alleine wandeln, auf Erden und durch Nächte, das ist jetzt mein Geschick. Mein Schatz, du musst nun weiter, einst folge ich dir doch, ich muss auf dieser Seite des Lebens weiter noch. In unbekannte Länder, jenseits des Wassers führt mein Weg, finde ich dort Rätselslösung oder nur Kampf und Krieg. Und bin ich angekommen, dann schaue ich beklommen mich sofort um nach. Ach, wie könnte ich dich finden, nicht deine Zeit und Ort, es sei denn, wir überwinden der Wälder Zeiten fort. Und dann wär's schön, du kämest an meiner Eich vorbei und winktest mir und nähmest mich mit, du und ich, wir zwei. Auf ewig dann zusammen, da freue ich mich drauf, derweil nehmen unsere Wege ihren eigenen Lauf. Du oben, ich hier unten, so will ich uns verstehen, können Reben sind verbunden, bis wir uns wiedersehen. Ja, dieses Gedicht mal als kleine gefühlsmäßige Einführung in die heutige Lesung. Herzlich willkommen, freue mich sehr, dass Sie da sind. Am Ort des Geschehens, so habe ich es dann auch bei mir in den sozialen Netzwerken ein bisschen beworben. Denn der Roman, den Sie hier vor sich sehen, Das Mädchen aus der Eiche, spielt hauptsächlich am Edersee. Also zu sehr großen Teilen und in Kassel. Und Basdorf ist sogar namentlich mehrfach erwähnt, wer es schon gelesen hat. Gibt es denn Menschen, die es schon gelesen haben? Ja, doch so der ein oder andere, okay. Ja, dieses Gedicht fasst eigentlich alles zusammen, auch schon Teile aus dem zweiten Buch. Das ist quasi wie so ein kleiner Vorblick, so ein mystischer, keine Angst, es bleibt nicht so hintergründig und mystisch, es wird auch noch sehr spektakulär, wie ich finde, aufregend, abenteuerlich. Es ist eine Liebesgeschichte und es ist vor allen Dingen eine Zeitreisegeschichte, die ich Ihnen erzählen möchte. Meine Heldin ist Henry, sie ist 15 Jahre alt und ich werde sie gleich noch ein bisschen genauer beschreiben. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Gedicht. Wenn man so ein Buch schreibt, ist es ganz sinnvoll. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Noch lauter, okay. Okay. Wenn man so ein Buch schreibt, ist es sinnvoll, am Ende, wenn man meint, fertig zu sein, eine Lektorin zu haben. Und das ist jemand, der das einfach nochmal auf logische Fehler durchguckt und einfach mal so drüber schaut, passt das alles. Und das war in meinem Fall die Andrea Euler, die kommt aus Wächtersbach. Und sie hat sich das Buch durchgelesen und hat dann auch dafür gesorgt, ich habe noch ein paar Lieder drin und dass die Zitate, dass die alle zugeordnet werden und dann schreibt man hinterher, von wem das ist und so weiter. Und dann rief sie mich irgendwann an und sagte so, sag mal Uta, das Gedicht, ich habe das ganze Internet durchforstet, ich habe das nicht gefunden. Wo hast du das denn her? Dann habe ich gesagt, liebe Andrea, dieses Gedicht konntest du nicht finden, weil es die große Lyrikerin Uta Rosa Schmidt selber geschrieben hat. Also es war mein erstes und bisher einziges Gedicht. Es hat einen privaten Hintergrund und ich wollte es gern veröffentlichen und habe es dann hier reingepackt und es hat sehr, sehr gut gepasst. Ja, das Mädchen aus der Eiche. Meine Heldin Henry, 15 Jahre alt, lebt eigentlich mit ihren Eltern oder lebte in Indien, in Chennai. Warum sie da gelebt hat, das erkläre ich später vielleicht auch noch. Und durch den Tsunami 2004 muss die Familie das Land verlassen und kommt zurück nach Frankfurt. Und sie ist in Indien geboren, sie ist auf die internationale Schule gegangen und Frankfurt findet sie total blöd, das gefällt ihr überhaupt nicht. Sie kommt mit ihren Mitschülern nicht zurecht, die neue Umgebung, alles ist nicht schön. Sich selber findet sie auch nicht so toll, ne? Wir können uns glaube ich alle erinnern, mit 15 findet man sich nicht so super. Naja, also die Welt ist gerade nicht so super und in dieser ganzen Situation, ihre Eltern haben auch gerade noch eine fette Ehekrise, muss sie also mit ihrer Schulklasse auch noch auf Klassenfahrt. Es geht an den Edersee. Also schweren Herzens packt sie ihre Klamotten, fährt auch mit, hat aber eigentlich überhaupt keine Lust, aber tatsächlich am Edersee wird es dann ganz schön für sie. Sie fängt an, sich mit ihren Klassenkameraden auseinanderzusetzen, sie findet sogar eine Freundin, Anna. Und die beiden Mädels kommen sich ein bisschen näher, die verstehen sich gut, die haben ähnliche Interessen. Und am Ende ist der Aufenthalt in der Jugendherberge am Edersee gar nicht so schlecht. Sie machen natürlich einen Haufen
Wanderungen und der Edersee ist auch mal wieder ausgetrocknet, sodass man das Edersee Atlantis bewundern kann, die Brücke in Asel, das versunkene Berich, alles das schauen Sie sich natürlich an, die Staumauer. Und dann machen Sie eine Wanderung über den Knorr-Eichenstieg. Kommen Sie alle hier jetzt aus der Nähe, aus Barsdorf? Sind Sie zumindest da schon mal lang gewandert, wo Sie den gerade so vor der Haustür haben? Okay, da muss ich Ihnen ja nicht erklären, wie es da aussieht. Ich habe mich da auch schon mehrmals verlaufen, letztes Buch, auch abgelaufen mit Hund und habe dann auch teilweise sehr viele Kilometer zurückgelegt, weil ich den falschen Abzweig genommen habe. Aber es ist ja auch sehr schön. Auf alle Fälle machen Sie eine Wanderung über den Knorr-Eichenstieg, die ist geplant. Hier steige ich mal ein mit der Vorlesung sozusagen. Normalerweise lese ich diesen Part nicht, aber aus nachvollziehbaren Gründen werde ich Ihnen das jetzt hier mal zumindest mal kurz wiedergeben, wie das startet mit dieser Wanderung. Solmi, das ist der Lehrer, zu Solms heißt er eigentlich, aber natürlich Schülerinnen kürzen das ab, Solmi, hatte sich echt was ausgedacht für uns. Wir sollten ja einen Teil des sogenannten Urwaldsteigs bewältigen, den Knorr-Eichenstieg, ein Rundwanderweg, einen der schwierigsten Wanderwege am Edersee. Wir würden mit dem Bus bis zu einem Parkplatz fahren und der Busfahrer würde uns an einem anderen wieder abholen. Anschließend hätten wir dann noch Zeit, in unseren Hütten ein bisschen zu schlafen oder bis zum Abendessen auf der Wiese am See zu chillen. Das setzte voraus, dass wir den Weg in maximal 4 Stunden bewältigten. Der Busfahrer ließ uns auf einem Parkplatz bei Barsdorf raus, einem hübschen kleinen Dorf, das von Koppeln gesäumt war, auf denen glückliche Kühe grasten. Sie sahen jedenfalls zufrieden aus. Das war der klassische Einstieg in den Wanderweg. Wir waren wohl die Einzigen, die den Rundweg an diesem Tag angehen wollten. Jedenfalls standen sonst keine Autos auf dem Parkplatz. Vielleicht, weil es eigentlich zu heiß dafür war. Solmi baute sich vor uns auf und sammelte seine Schäfchen am Eingang zum Wanderweg. Er zeigte uns auf der Karte, die am Rand des Parkplatzes stand, wo wir entlang wollten. So Leute, jetzt heißt es konzentriert marschieren. Das ist nicht einfach wandern. Der Knorr-Eichenstieg hat zum Teil alpine Anforderungen. Wir kicherten, alpine Anforderungen, ja klar. Wir sind aber im Nordhessen und nicht im Allgäu. Das Lehrer immer so übertreiben müssen. Ja, lacht nur, ihr werdet es schon merken. Er erklärte uns noch gefühlte 10 Minuten lang, wie der Weg verlief und wo die Gefahren waren. Es gab 3 verschiedene Routen. Wir sollten Route 2 laufen, die auf eine Art Halbinsel führte, an einen Punkt auf halber Strecke, an dem wir sogar baden konnten. Passt gut auf euch auf, bleibt zusammen und setzt eure Schritte an den schwierigen Passagen. Nicht, dass ihr umknickt und wir das Rote Kreuz holen müssen. Zum Teil geht's ordentlich steil runter. Verlasst keinesfalls den offiziellen Weg. Nicht, dass mir einer von euch zu einem sehr weiten Kopfsprung in den See ansetzt. Sprach's und setzte sich in Bewegung. Auf halber Strecke unten am See sollten wir uns sammeln und dann den Rückmarsch antreten. Ja, da geht's also los. Das habe ich natürlich, wie gesagt, alles auch persönlich nochmal recherchiert, damit das auch alles stimmt. Ich bin den ganzen Wanderweg abgelaufen, den beschreibe ich dann auch so ein bisschen. Menschen, die den Weg kennen, werden das merken. Und natürlich, sie läuft mit Anna zusammen. Und die beiden Mädels trödeln, die machen lustige Fotos und machen noch so Steinskulpturen. Ne? Da ist ja zwischendurch so eine Stelle, da kann man so lustige Skulpturen bauen. Das machen die Touris. Und sie verpassen so ein bisschen den Anschluss und sind dann hinter der Truppe. Und kommen dann an eine Stelle, wo der Weg von Bäumen irgendwie versperrt ist. Und dann geht es, ich weiß nicht, ob Sie die Stelle kennen, da steht dann auch hessisches Forstabföhl, Achtung, Lebensgefahr, also ganz gefährlich. Man soll bloß dann oberhalb laufen. Ja, aber die Mädels machen das natürlich nicht. Sie laufen die Abkürzung, sie gehen den Hang runter. Es passiert das Unvermeidliche, Henry stürzt ab. Sie rauscht den Hang runter, haut sich die Birne an, knallt durch diese Knorr-Eichen, die da überall stehen, durch und ist kurz bewusstlos. Und als sie aufwacht, ist es irgendwie komisch. Alles ist anders. Anna ist auf einmal nicht mehr da. Hat sie sie verlassen? Hat sie sie im Stich gelassen? Henry weiß es nicht. Langsam bekam ich Hunger. Ich wollte meine wunden Stellen versorgen, etwas essen und dann einfach nur noch ins Bett. Anna war einfach abgehauen. Mit hängendem Kopf schlappte ich durch den Wald. Rechts konnte ich jetzt tatsächlich fantastisch weit gucken. Aber da unten war kein See, nur ein Flüsschen. Das musste ein anderes Tal sein.
Hoffentlich hatte ich mich nicht total verlaufen. Für einen offiziellen Wanderweg war der Pfad auch ganz schön schmal, eher ein Trampelpfad. Der Knorreichenweg galt als schwierig, das sah ich nun ein. Der Weg führte jetzt langsam wieder bergab und an einer Art Lichtung musste ich jetzt sogar zwischen drei Richtungen wählen. Na toll. Ich kreiste um den kleinen Platz und spähte nacheinander in alle Wege, die sich boten, als ich plötzlich ein Knacken hörte und sich eine Hand über meinen Mund legte. Ich biss instinktiv zu und versuchte gleichzeitig zu schreien. Der Laut, der dabei aus meinem Mund kam, musste meinen Angreifer erschreckt haben. Er ließ los und sprang weg von mir. Ein Mädchen, ich glaub's nicht. Ich machte ebenfalls einen Satz zur Seite und erhaschte einen Blick auf den Kerl. Ein junger Typ mit schwarzen Locken, groß, muskulös, helle Augen und bewaffnet. In seiner linken Hand hielt er eine Axt, wirkte aber nicht wirklich entschlossen, sie auch zu benutzen. Abschätzig beäugten wir einander. Ich fand, er hatte komische Klamotten an. Er sah aus wie so ein alternativer Waldschrat, einer von denen, die den Forst besetzen, um ihn vor Abholzung zu schützen. Leinenhemd, verbeulte Hosen und barfuß. Wer ging denn komplett ohne Schuhe in den Wald? Warum hast du mir den Mund zugehalten, fragte ich empört, aber mit einem Zittern in der Stimme. Immerhin hatte er sofort von mir abgelassen. War ich in Gefahr? Wirklich bedrohlich wirkte der Kerl nicht, aber meine Menschenkenntnis hatte mich in letzter Zeit ziemlich im Stich gelassen, was, wenn ich mich hier täuschte. Vielleicht sollte ich einfach losrennen. Er ließ die Axt sinken. Ich dachte, du bist einer von den Eierdieben. Siehst du hier irgendwo Hühner? Nicht hier, aber bei uns daheim im Stall. Da steigt jemand in letzter Zeit dauernd ein und holt die Eier raus. Er musterte mich eingehend. Ein Mädchen in Hosen und mit kurzen Haaren, das habe ich ja noch nie gesehen. Also Henry ist sehr jungenhaft. Die ist halt auch noch sehr schlank, ne? Hat auch keine weiblichen Formen. Er ist da etwas erstaunt, dass ein Mädchen kurze Haare trägt. Gehörte der etwa zu einer Fundi-Sekte, so eine Art Amisch in Hessen, von denen ich noch nie gehört hatte? Einer Sekte, in der die Frauen alle Kleider und Häubchen trugen und die Männer alle Hosenträger und Bärte hatten, die mit Kutschen durch die Gegend fuhren und moderne Technik ablehnten. So etwas musste es sein. Ich trage Hosen, weil sie praktisch sind und meine Haare mag ich so. Er quittierte meine pampige Bemerkung mit einem leichten Grinsen und einem Nicken. Eigentlich sah er nett aus. Ich musste zur Jugendherberge und wenn der Kerl nicht gefährlich war, wovon ich mittlerweile ausging, konnte er mir vermutlich weiterhelfen. Ich suche den Weg zur Halbinsel Scheid. Ich bellte die Worte fast zu ihm herüber. Wohin? Naja, da sind Ferienhäuser und ein großer Parkplatz. Ich weiß nicht, wer du bist und wo du herkommst, aber das, was du da beschreibst, das gibt es hier nicht. Also der kannte sich auch nicht aus. Ich laufe runter ins Tal, kannst gerne mitkommen. Tja, weiß auch nicht. Dann werde ich das wohl machen müssen. Ich heiße übrigens Henriette, aber alle nennen mich Henry. Er kam näher und sein Blick glitt über mein Gesicht, mein blaues T-Shirt und meine Puderhose. Er neigte den Kopf, um meinen Rucksack zu bestaunen. Anschließend zog er die Stirn in Falten, als versuchte er mich einzuordnen. Verlegen senkte ich den Blick. Ich war noch nie von einem so jungen, dazu gut aussehenden Kerl so unverhohlen gemustert worden. Henry passt ja auch viel besser, siehst ja aus wie ein Junge. Ich bin Nicola, kannst mich Nick nennen. Cooler Name, dachte ich. Wir setzten uns in Bewegung. Der Weg führte immer weiter bergab und zu meiner Verwirrung sah ich immer noch keinen See, beziehungsweise das, was der heiße Sommer davon übrig gelassen hatte. Auch die typische Umrandung aus großen Steinen war nicht zu entdecken. Hatte ich dermaßen die Orientierung verloren? Ich merkte, wie mir die Tränen in die Augen stiegen. Wo ist denn der See? Nick kniff schon wieder die Augen zusammen und schaute jetzt endgültig ratlos zu mir herüber. Du glaubst mir, hier ist kein See. Hier gibt es ein paar Flüsse und Bäche, aber keinen See. Wie soll er denn heißen, dein See? Edersee, sagte ich hoffnungsvoll. Er stutzte. Hier gibt es die Eder, die ist auch gar nicht weit weg. Er zeigte ins Tal. Wir wohnen an der Werbe, die mündet in die Eder. Aber ein Edersee habe ich noch nie von gehört. Und ich lebe hier schon länger. Ich stapfte mutlos weiter. Irgendwo musste dieser Weg ja hinführen. Dann würde ich telefonieren müssen und Solmi würde mich mit dem Auto abholen. Wie peinlich. Die anderen würden mich im Speisesaal angucken und ihre Witze über mich machen. Vielleicht sollte ich den Mädchen später einfach prahlerisch von meiner Begegnung mit dem schönen Nick erzählen. Sie fänden ihn wahrscheinlich süß. Er sah wirklich ziemlich gut aus, wenn diese merkwürdigen Klamotten nicht wären. Ich versuchte mir den großen hübschen Kerl vor mir in Jeans und T-Shirt und ein paar Sneakers vorzustellen. Ziemlich heiß. Langsam lichtete sich der Wald und die ersten Häuser kamen in Sicht. War das Scheid?
Das ist Berich, erklärte mein schwarzhaariger Begleiter, der meinen fragenden Blick richtig interpretiert hatte. Jetzt wollte er mich wirklich veräppeln. Berich gab's ja gar nicht mehr, jedenfalls nicht hier am Edersee. Aber dieser verflixte See war ja auch nicht zu finden. Vielleicht hatte mir diese ganze blöde Klasse einfach nur einen Mega-Streich gespielt. Anna sollte mich am Berg verlieren und der Rest führte mich in die Irre. Berich gibt es ja gar nicht mehr. Mein Begleiter schenkte mir einen weiteren verblüfften Blick. Das kannst du halten, wie du willst, aber ich wohne da und gehe jetzt heim. Ich habe nämlich Hunger. Hier hätte unsere kurzfristige nette Bekanntschaft schon enden können, aber ich wusste nicht, wohin. Unentschlossen drehte ich mich im Kreis. Warte mal, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Du sagst, Schein ist hier nicht. Die Jugendherberge, in der ich wohne, ist in Asel. Kennst du das wenigstens? Allerdings, das liegt aber genau in der entgegengesetzten Richtung. Das schaffst du heute nicht mehr. Was ist denn eine Jugendherberge? Ein Hotel für junge Leute. Ah, wir redeten ja komplett aneinander vorbei. Ich brauchte dringend eine Idee. Es wurde jetzt bestimmt schon bald dunkel. Ein Fußmarsch ganz allein durch Wald und Wiese war nicht sehr verlockend. Zumal ich mich überhaupt nicht auskannte. Nein, da hielt ich mich doch lieber an meinen netten Begleiter. Kann ich nicht mit zu dir kommen und telefonieren? Er kratzte sich am Kinn. Was? Telefonieren. Wenn du mir sagst, was das ist, kann ich dir vielleicht helfen. Ein Telefon, ein Apparat, mit dem man andere anruft, mit Tasten. Oder ein Handy. Ich kam mir völlig lächerlich vor. Erklärte ich hier wirklich einem vermutlich nicht mal 20 Jahre alten Kerl, was ein Telefon ist? Er wirkte wirklich ratlos. Langsam stiegen mir schon wieder die Tränen in die Augen. Irgendwie war das alles zu viel. Der Sturz, die Enttäuschung über Anna, der verschwundene See. Und jetzt war ich offensichtlich an einem Ort, den es gar nicht geben durfte. Mit einem Typ, der den Verstand verloren hatte. War das vielleicht ein böser Traum? Ich wachte bestimmt gleich auf. Die Mädels lagen kichernd in ihren Kojen und machten alberne Fotos. Ich schloss die Augen und ließ meine Gedanken fliegen. Als ich sie wieder öffnete, stand Nick aber immer noch vor mir, im Hintergrund das Dorf, das er Berich nannte. Der Ort war auch komisch. Da standen maximal 10 bis 15 Häuser und einige Scheunen, die sich an den Berg schmiegten. In der Mitte ragte ein Kirchturm in den Himmel. Ich marterte mein Hirn, was an diesem Bild falsch war. Lautlos formulierte ich, was nicht sein durfte. Es gibt keine Strommasten. Jetzt fiel mir auch auf, dass ich die ganze Zeit schon keine Zeichen moderner Zivilisation gesehen oder gehört hatte. Ich suchte die Dächer von Berich nach Satellitenschüsseln ab. Nichts. Ich blickte zum Himmel. Lieber Gott, lass einen Flieger über den Himmel ziehen, wo sind Kondensstreifen? Aber der Himmel strahlte in makellosem Blau und kein einziger kleiner weißer Streifen war zu sehen. Und diese Stille. Kein Straßenlärm, keine Flugzeuggeräusche, nur Vogelzwitschern. Irgendetwas lief hier gerade ganz schön schief. Das Blau des Himmels vermischte sich plötzlich mit dem satten Grün der Wiese, auf der wir standen, und der Horizont fing an zu schwanken. Meine Beine waren auf einmal wie Pudding. Übelkeit überfiel mich, die Knie kippten zur Seite und vor meinen Augen wurde es schwarz. Gnädige Schwärze. Ja, da stellt sie fest, dass sie offensichtlich in einer anderen Zeit gelandet ist. Sie wird dann langfristig feststellen, dass es ziemlich genau 230 Jahre sind, die sie gereist ist. Sie ist im Jahr 1775 gelandet und deswegen ist sie auch in Berich. Der Ort ist kurz vorher, ich glaube 20 Jahre vorher, gegründet worden. Da gab es die Mühle und dann gab es halt so ein paar, wurden ein paar Bauern rundherum angesiedelt und dann war das also ein ganz, ganz kleiner Ort und Nick wohnt halt in diesem versunkenen Berich. Zum Absturz am Knorreichenstieg kann ich authentische Erlebnisse beitragen. Ich bin da tatsächlich mal, da waren wir hier im Barsdorf zelten. Kennt jemand die Eva Bittner, Eva Bittner-Mandel? Eine Kollegin von mir. Genau. So, die hat ja hier Verwandtschaft. Und bei denen haben wir gezeltet. Und dann waren da Freundin und mir, nicht Evchen, aber eine andere, und zwar langweilig, und wir wollten schwimmen gehen. Dann haben wir gedacht, wir nehmen unsere Badesachen mit, hatten mal Bikini drunter, Handtücher um den Hals, und dann sind wir losgelaufen. Nicht ahnen, dass es natürlich, wenn man da vorne an den Edersee kommt, so runtergeht. Jetzt wollten wir natürlich von den anderen nicht zugeben, dass wir nicht schwimmen waren, weil die hatten uns ausgelacht. Und dann sind wir dann den Hang runter. Und dann sind wir tatsächlich mehr oder weniger, also immer weiter abgerutscht und abgestürzt. Und dann sind wir immer weiter rüber nach links, nach Richtung Scheid, weil wir dachten, da wird es besser. Es wurde aber nicht besser, es wurde immer schlimmer. Und irgendwann waren wir unten angekommen und wussten nicht mehr, wie wir hochkommen sollten. Und dann haben wir kurzfristig überlegt, ob wir unsere Sachen ausziehen und mit unseren Bikinis darüber schwimmen nach Asel. Süd ist ja auf der anderen Seite, ne? Und dann irgendwie mal telefonieren, dass unsere Eltern uns abholen. Wir wussten nicht, wie wir hochkommen sollten.
Und dann sind wir mit letzter Kraft quasi alles wieder hochgeklettert, schneller geklettert, als es gerutscht ist. Und dann, weiß ich nicht, ewig spät dann hier wieder am Zeltplatz angekommen. Die wollten uns schon suchen und das war, also ja, also ich kann es nicht empfehlen, sagen wir es mal so. Ne? Wenn man da wandern geht, sollte man tatsächlich auf dem Weg bleiben und nicht den Hang runter, weil man unten baden möchte. Ist auch nicht sehr einladend unten, muss ich sagen. Das Wasser ist brackig, nicht so schön. Ja, also das habe ich dann auch so ein bisschen eingebaut, meine persönlichen Erlebnisse bei diesem Abrutschen. Und ich bin einfach ein Fan von Zeitreisegeschichten und mich hat der Gedanke umgetrieben, wie war es wohl in Hessen vor 230 Jahren? Das wollte ich einfach mal so in Gedanken erleben und dann bin ich natürlich auch auf Recherchereise gegangen. Dann habe ich angefangen, erstmal für meine Zeitreise einen mystischen Ort zu suchen. Da bin ich auf die Knorreichen am Edersee gestoßen, habe mir Fotos angeguckt und das ist ja wirklich fantastisch, wie diese Eichen sich da in die Wand krallen und mit wenig Wasser auskommen und das schon seit so vielen Jahren auch überleben. Und dann dachte ich, das wäre ein guter Platz. Und dann habe ich natürlich alles Mögliche auch gelesen über diese Zeit, diese 1775, was haben die Leute in der Zeit gemacht. Es war tatsächlich die Zeit der Aufklärung. Also man fing langsam an, dass die Leute auch lesen und schreiben konnten. Man verabschiedete sich vom Aberglauben. Es wurde alles, die Rechtsprechung hat sich angepasst. Die Kinder gingen schon langsam in die Schule. Nicht lang, aber so 3-4 Jahre machte man schon mal. Und auch einfache Menschen konnten lesen und schreiben. Aber es ist auch so, dass aus der Zeit von den einfachen Leuten immer noch recht wenig überliefert ist. Also was der Adel getrieben hat und der Klerus, das weiß man, glaube ich, aus allen Jahrhunderten. Aber wieso die einfachen Menschen gelebt haben, dafür bin ich dann ins Stadtmuseum nach Kassel gefahren. Weil Kassel spielt auch noch eine größere Rolle, komme ich gleich noch zu in meinem Buch. Und habe mir einfach mal angeguckt, wie haben die Leute denn dann früher gelebt, was gab es so zu essen. Habe natürlich auch ein paar Quellen angezapft, habe Menschen gefragt, die sich da auskennen, dass man mal beschreiben kann, wo sind die auf die Toilette gegangen und haben die sich irgendwie die Zähne geputzt? Nein. Haben sie nicht. Und Henry landet jetzt also quasi in einer Welt, in der es keinen Strom gibt und kein fließend Wasser und muss sich irgendwie zurechtfinden. Man ahnt vielleicht, dass Nick ein guter Kumpel wird und vielleicht später auch noch ein bisschen mehr als ein guter Kumpel. Es ist ja auch eine Liebesgeschichte, aber der hilft ihr natürlich. Der kümmert sich um sie und sie weiß ja nicht, was ihre Zeitreise ausgelöst hat. Ihr erster Gedanke ist natürlich, ich muss sofort wieder zurück. Ich muss irgendwie gucken, dass ich wieder in meine Zeit zurückkehre. Aber das gestaltet sich erstmal sehr schwierig und es bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich in dieser Zeit erstmal anzupassen und zurechtzufinden. Sie wird Nick dann auch irgendwann erzählen, was mit ihr los ist. Und dabei stellt sie fest, dass Nick ein eigenes Geheimnis hat. Nick sucht seine wahren Eltern, denn die Leute, bei denen er da in Berich lebt, das sind nicht seine Eltern. Er ist da als kleines Kind irgendwie gelandet und er weiß gar nicht, wo er herkommt. Er ahnt, dass das Geheimnis in Kassel zu lösen ist, aber viel mehr weiß er darüber nicht. Ja, die beiden leben dann ein paar Tage so zusammen, die Eltern sind erstmal nicht da, Nick ist alleine in dem Haus und sie passt sich dann an, sie macht bäuerliche Arbeiten, sie hilft bei der Ernte und all solche Geschichten. Und dann sind sie eines Tages zusammen unterwegs und werden überfallen. Und zwar von Ganoven, die oben in Schloss Waldeck ausgebrochen sind. Schloss Waldeck war ja Zuchthaus im 18. Jahrhundert. Da saßen die ganz schweren Jungs und Mädels ein. Zwei haben sich davon gemacht, sind ausgebrochen, überfallen die beiden, schlagen Nick nieder und nehmen Henry, die immer noch aussieht wie ein Junge, als Beute sozusagen mit. Henry und Nick haben beide überlegt, dass es wohl besser ist, wenn sie als Junge durchs Leben läuft, weil es schwer zu erklären wäre, warum sie so viele Haare hat und auch lieber Hosen trägt. Sie hat sich die Kleider aus der Zeit angeguckt und hat entschieden, dass das nichts für sie ist. Sie läuft lieber in Hosen. Und deswegen ist das auch so ein bisschen ihre Tarnung und sie fühlt sich auch sicherer als Junge. So, und diese zwei Ganoven nehmen sie gefangen, nehmen sie mit und wollen sie als Beute irgendwie loswerden, verkaufen, zu Geld machen. Und dann habe ich natürlich beim Schreiben überlegt, wo würde man denn hinflüchten, wenn man am Edersee jemanden hops nimmt. Und dann habe ich gedacht, doch wohl in die nächste größere Metropole. Und das ist nun mal Kassel. Und das war früher auch relativ gut fußläufig zu erreichen. Heute würden wir sagen, vom Edersee bis Kassel laufen. Da holen wir uns ein paar gute Bergwanderschuhe und vielleicht auch noch irgendwie, keine Ahnung, buchen 2 oder 3 Übernachtungen, aber damals ist man sehr, sehr viel zu Fuß gelaufen, logischerweise. Und die Menschen waren auch recht mobil und haben das auch schnell hingekriegt.
Auf jeden Fall verschleppen die beiden Jungs sie nach Kassel und verkaufen sie an einen Koch als Küchenjungen. Sie weiß gar nicht so richtig, wo sie da gelandet ist. Sie muss dem Koch dann helfen. Und wie gesagt, weiß nicht, in was für einem Haus sie gelandet ist. Der Koch heißt Jean-Pierre. Da lachen, wenn Kollegen von FFH bei meinen Lesungen mal dabei sind, dann lachen die natürlich, weil Jean-Pierre, das war mal der Koch bei uns in der FFH-Kantine, den wir alle in sehr lustiger Erinnerung haben, so ein kleiner, witziger, rothaariger Franzose. Und ich brauchte den Namen für den Koch und dann habe ich gedacht, der kann eigentlich nur Jean-Pierre heißen. Achso, bei Kassel muss man vielleicht noch wissen, deswegen auch der französische Name. Kassel hatte in dieser Zeit unglaublich viele Hugenotten. Das war ein richtiges Nest von Hugenotten. Das waren ja diese Religionsflüchtlinge aus Frankreich, die dann eine neue Heimat suchten, weil sie in Frankreich nicht bleiben konnten. Und ganz viele davon sind nach Kassel gekommen. Und deswegen erklärt sich vielleicht auch, dass hier der ein oder andere französische Name jetzt später noch auftaucht. Also Jean-Pierre hat sie jetzt gerade mit Geschirr irgendwie rausgeschickt in den Garten und sie muss spülen. Jean-Pierre, der im Garten neben mich getreten war, bemerkte, wie sich meine Härchen an den Armen aufstellten. Na, frieren wir bei der Arbeit? Ich ließ seine Frotzelei unkommentiert und wartete gespannt auf die nächsten Anweisungen. Zu meiner Überraschung gab es erstmal keine. Jean-Pierre setzte sich neben mich auf ein Mäuerchen und ließ seine kurzen Beine baumeln. Ach ja, Jean-Pierre ist kleinwüchsig. Also, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, ein Zwerg. Das hier war wohl so eine Art Mittagspause. Ich streckte mein Gesicht in die schon herbstliche Sonne, schloss die Augen und genoss den stillen Moment. Dann nahm ich den Garten in Augenschein. Ob sich hier wohl ein Fluchtweg anbot? Das Gemüsebeet war mit einer recht hohen Mauer gesäumt. Ohne Leiter kam ich da nicht rüber. Außerdem waren im Haus überall Fenster, die in Richtung Garten gingen und die Bewohner würden mich schnell entdecken. Vergiss es, schien Jean-Pierre wieder mal meine Gedanken zu erraten. Hast du den Dicken mit der eingedrückten Nase gesehen? Ich nickte. Das ist Hugo, unser Hausdiener. Der passt auf alle auf, die hier sind, damit keiner was klaut, keinem ein Leid geschieht und keiner abhaut, für den ich Geld bezahlt habe. Ich habe kein Geld bekommen, das ist Sklaverei. Nenn es, wie du willst, aber ich habe für dich bezahlt und deshalb musst du in den nächsten Monaten für mich arbeiten. Wenn du dich anstrengst, lasse ich dich vielleicht irgendwann gehen oder bezahle dir Geld. Jetzt muss ich erstmal den Verlust reinholen, den du beim Kartoffelschälen verursacht hast. Er grinste. Beschämt dachte ich an meine hilflosen Versuche, mit dem krummen Messer die Schale von den erdigen Dingern runterzukriegen. Das würde ich schon noch lernen und immerhin war ich hier wohl nicht für den Rest meines Lebens eingeplant. Vor Hugo hatte ich schon ein bisschen Angst. Der Kerl war zweifellos stark und erinnerte optisch an eine Bulldogge. Sein halsloser Kopf saß auf breiten Schultern, an denen Arme dick wie Pumpenschwänge hingen. Der Rumpf war gedrungen und seine mit großer Wahrscheinlichkeit kräftigen Beine komplettierten einen Mann, der einer Kampfmaschine glich. Hugo sah etwas tump aus, aber würde seine Aufgaben hier im Haus bestimmt zuverlässig erfüllen. Besser, ich legte mich mit dem nicht an. Ich brauchte Geduld. Jean-Pierre war im Grunde kein schlechter Kerl und mit ihm würde ich mich arrangieren können. Was ist das eigentlich für ein Haus? Was passiert hier? Ich konnte mir einfach keinen Reim auf die Zusammenstellung der Bewohner machen. Es schienen viele zu sein, aber familiäre Bande konnte ich keine erkennen. Es gab ja auch keine Kinder. Vielleicht ein Theater? Ha, ich weiß ja nicht, wo du herkommst, aber viel Ahnung vom Leben hast du jedenfalls nicht. Ich werde es dir nicht verraten, da musst du schon selber drauf kommen. Mit diesen Worten knuffte mich Jean-Pierre in die Seite, sprang von der Mauer und ging hinein. Ich sortierte das jetzt leidlich saubere Geschirr, leerte den Bottich, packte alles hinein und trug meine schwere Last hinter ihm her in die Küche, in der sich eine nun wirklich feine Dame zu schaffen machte. Die Frau war schon etwas älter, Mitte 50 vielleicht, und sehr elegant gekleidet. Ich hatte keine Ahnung von Mode, aber ihre dunkelgrüne Robe schien aus einem teuren Stoff zu sein. Seide vielleicht und war exzellent geschnitten. Sie kam mir vor wie aus einem Historienschinken im Kino oder einer Shakespeare-Aufführung. Sie hatte schwarze Haare mit ein paar grauen Strähnen. Ihre Hände, die in einer Schublade wühlten, waren gepflegt. Und als sie sich uns zuwandte und anfing zu sprechen, konnte ich auch sehen, dass sie sehr schöne weiße Zähne hatte, von denen kein einziger fehlte. Zumindest nicht an sichtbarer Stelle. Madame war eine echte Erscheinung, ihre Sprache kultiviert. Jean-Pierre, wo ist das Austernmesser? Ich habe einen neuen Gast mit exquisitem Geschmack. Und wer ist das? Ich wurde augenblicklich rot unter ihrem prüfenden Blick. Die Frau hatte die Autorität meiner Schuldirektorin und ich kam mir sofort vor, als hätte ich was ausgefressen.
Das ist Henry, meine neue Küchenhilfe. Auch Jean-Pierre schien großen Respekt vor der Dame zu haben. Offensichtlich war sie die Chefin hier. Pass auf, dass ihn unser werter Stadtrat nicht sieht. Der hat eine Schwäche für blonde Bübchen. Dann bist du deine Küchenhilfe schnell los. Mittlerweile hatte sie das gesuchte Austernmesser gefunden. Ein kleines Ding mit hölzernem Griff und kurzer Klinge. Sie schwebte damit aus der Küche. Ich fragte mich, wie sie die Austern nach Kassel schaffte. Es musste schon ausgeklügelte Transportwege geben, damit diese Spezialität frisch vom Meer in die Stadt kam, ohne zu verderben. Nein, das Sudfass war wahrlich keine schlechte Adresse. Jean-Pierre wischte sich über die Stirn. Jetzt hast du auch mal Madame Genevieve kennengelernt. Keine Angst, die kommt nicht so oft hierher. Ich hatte keine Angst vor ihr, aber was hatte sie mit der Bemerkung über den Stadtrat gemeint? Der hätte eine Schwäche für blonde Jungs? Das konnte ja nur das eine bedeuten. Warum kam der Stadtrat überhaupt hierher und warum wusste die Chefin von dessen Neigungen? So ganz allmählich schwante mir, an was für einen Ort ich gelandet war. Viele Frauen in aufwendigen Kleidern, grell geschminkt, ständig Trubel im Haus, Hausdiener Hugo und der Stadtrat auf geheimer Mission in den vielen mir noch unbekannten Zimmern. Ich erzählte Jean-Pierre von meinem Verdacht und er prustete los. Bist ja ganz schlauer. Glückwunsch und willkommen im Haus der Freude, auch das Sudfass genannt. Selbstverständlich sind wir kein Hurenhaus. Wir bereiten unseren Gästen allerlei Vergnügen wie gutes Essen und den ein oder anderen guten Tropfen. Was unsere Frauen und die Gäste in den Suiten vielleicht sonst noch machen, das wissen die Götter. Unterstehe ich irgendeinem Menschen zu erzählen, das hier sei ein Bordell. Ich war in einem Bordell. Und dieser Ort war offensichtlich illegal. Käufliche Liebe war nicht erlaubt, aber wohl geduldet. Wenn man den Stadtrat als Kunden hatte, war von der Seite vermutlich nichts zu befürchten. Zu den wenigen, was ich über solche Orte wusste, gehörte aber auch, dass sie mit Vorsicht zu genießen waren. Hier trieb sich allerlei Gesindel herum und nicht selten kam es zu Mord und Totschlag. Ich musste gut auf mich aufpassen und vor allem den Stadtrat meiden. Bis jetzt war ich ja auch nur zur Küche vorgedrungen. Das sollte sich in den nächsten Tagen ändern. Ja, da ist sie also mitten im Leben gelandet, im Südfass. Den Namen habe ich aus Frankfurt entliehen. Da gab es mal ein entsprechendes Etablissement mit dem Namen. Ich fand den so klasse. Und in Kassel habe ich jetzt nichts gefunden. Also es gab keine Quellen. Ich glaube auch nicht, dass man in den Stadtarchiven verzeichnet hat, wie das Bordell heißt. Ich weiß es nicht. Aber mir gefiel der Name und dann habe ich den einfach mal eingebaut. Man sagt dazu künstlerische Freiheit, glaube ich. Also das geht dann schon mal. Ja, also da ist sie im prallen Leben gelandet und natürlich merkt man so auch, Jean-Pierre wird auch so ein bisschen ihr Mentor und ihr Beschützer und passt so ein bisschen auf sie auf. Nick sucht natürlich nach ihr und findet sie dann auch in Kassel. Er verfolgt ihre Spur. Und wenn er schon mal in Kassel ist, dann kann er sich ja auch gleich mal darum kümmern, wer eigentlich seine wahren Eltern sind. Und dann gehen die beiden auf Suche nach seinen Eltern. Und dafür musste ich tief in Kassels Geschichte eintauchen. Wie gesagt, Stadtmuseum war eine tolle Quelle. Und Kassel im 18. Jahrhundert, da gibt es sogar ein Buch, was so heißt. Also das kann man alles nachlesen, wie die gelebt haben und was da so los war. Was ganz interessant ist, es gab zum Beispiel, Kassel hatte wie so eine eigene Währung. Also wenn man Kassel verließ, hatte man schon wieder eine andere Währung, mit der man bezahlen musste. Das war alles ein ziemliches Durcheinander. Ich wollte ja auch mal sagen, das und das hat das gekostet, aber das kann man gar nicht, weil woanders hat es was ganz anderes gekostet. Also da habe ich dann immer so geschrieben, irgendwie ja ein Beutelchen mit oder ein Beutel mit klirrenden oder mit klimpernden Geldstücken wechselte den Besitzer, weil man konnte es einfach nicht so festlegen. Also es gab so keine richtigen, klaren Währungen in der Zeit. Das sind so Schwierigkeiten, auf die man da stößt, wenn man da so ein bisschen recherchiert. Und dann war das Kassel im 18. Jahrhundert, muss man sagen, wunderschön. Die Hugenotten hatte ich ja schon erwähnt, die kamen in Scharen nach Kassel und die haben dann auch erstmal in der Oberneustadt gewohnt. Das war noch so die alte Stadtstruktur mit der Stadtmauer und die wurde aber in der Zeit schon niedergerissen. Also die hat man schon weggemacht, weil man sie nicht mehr brauchte. Man schützte sich ja anders. Und es war alles sehr eng, es war diese typische Altstadtstruktur mit engen Gassen, hier noch eine Miste und da noch ein Haus hingebaut und viele Geschäfte, viel Trubel und der Unrat, der wurde dann einfach von der Familie mal auf die Straße gekippt. Also den Franzosen hat das nicht gefallen, das war ja mehr so eine intellektuelle Klientel, die Hugenotten.
Und die kamen meistens aus der Gegend rund um Paris und die fanden das, also die trugen die Nase etwas höher, kann man sagen, denen hat das nicht gefallen. Und dann hat der Landgraf gesagt, passt auf, ich habe hier oben noch ein Stadtgebiet, also habe ich noch Land, oberhalb von Kassel, die Oberneustadt, so wurde das dann genannt. Und das gebe ich euch und da könnt ihr bauen und dann könnt ihr da euer kleines Paris in Anführungszeichen hinbauen. Und da gab es eine Architektenfamilie, die Familie Dury. Und die war dafür maßgeblich verantwortlich, dass da oben gebaut wurde und wie gebaut wurde. Und das war natürlich dann schon was ganz anderes. Jetzt hatte man auf einmal Platz und Kassel liegt ja so am Berg. Und dann konnte man wirklich so diese Landschaft auch nutzen. Und wenn man sich an den richtigen Stellen stellt, heute noch in Kassel, kann man runter bis in den Kaufhunger Wald gucken. Also es ist wunderschön angelegt. Und es gab erstmals so eine Art Städtebau dann in Kassel. Also diese französischen Architekten haben das dann so gemacht. Die haben wirklich sehr gerade gearbeitet mit Alleen, mit Bäumen, mit schönen Plätzen. Die haben Luft gelassen und haben da also wirklich ein wunderschönes Stadtviertel errichtet. Und 1775 wurde da wohl sehr, sehr viel gebaut. Also da müssen überall Baustellen gewesen sein. Ich habe mit einem Bauingenieur aus Kassel gesprochen, der macht Führung, der Herr Walch. Und mit dem kann man da mal so durch Kassel auf den Spuren der Hugenotten streifen. Und der hat das alles für mich dann auch nochmal recherchiert. Ich habe ihn zum Beispiel auch gefragt, ob es in der Zeit schon einen Croissant gibt. Das konnte er mir nicht sagen. Ist nicht nachzuweisen, aber es gab sicherlich so Butterhörnchen. Und ich habe dann einfach mal das Croissant schon nach Kassel ins 18. Jahrhundert verpflanzt. Ja, und Kassel muss also eine Wucht gewesen sein. Und dieser Simon Louis Dury, der ist der bekannteste von dieser Dynastie, den hat der Landgraf auch überall hingeschickt in alle Welt. Nach Stockholm, nach Rom, nach Paris, um mal zu gucken, wie bauen die da. Und das sollte er alles mit nach Kassel bringen und in diesem Sinne dann auch Kassel gestalten. Das hat er ja auch gemacht. Und wenn man dann durch dieses Stadtmuseum geht, ist es sehr beeindruckend. Man schaut sich das alles an, wie es gewachsen ist, wie es immer schöner geworden ist, die Städteplanung. Dann hat man das Fredericianum irgendwann ab 1778, glaube ich. Und wie man den alten und den neuen Stadtteil verbunden hat, das war alles so toll ausgedacht. Und dann geht man immer weiter und guckt sich das so an. 19. Jahrhundert, wunderschön, da war dann alles fertig, volle Plätze. So, und dann sieht man dann in der letzten Etage 1943, gibt es dann ein Modell von Kassel, da hat sich jemand die Arbeit gemacht, das mal zu gestalten, wie das aussah, nachdem Kassel bombardiert worden ist, in dieser Nacht 1943. Und dann sieht man im Museum, das ist ganz eindrücklich gemacht, das ist eine Wand, die ist schwarz mit lauter so kleinen grauen Bomben drauf, das sind 4000. Und jede dieser kleinen Bomben steht für 100 Brandbomben, die auf Kassel runtergegangen sind. Also sind 400.000 Bomben runtergegangen. Und da kann man sich vorstellen, dass ja nichts übrig geblieben. Ich meine, das ist. Meine Mutter hat damals behauptet, man hätte in Frankenberg Kassel brennen sehen. Ich weiß es nicht, ob das so war. Aber das sagen ganz viele, ne? Also es muss ein Feuerschein am Himmel gewesen sein, Wahnsinn. Ja, und dann ist von dieser wunderbaren Architektur natürlich nichts übrig geblieben. Und was Kassel dann draus gemacht hat, das wissen wir alle. Da wurden in den 60er Jahren nicht so schöne Gebäude hochgezogen. Also das ist eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr tragisch, weil Kassel muss wunderschön gewesen sein. Also man kann es an manchen Plätzen noch ahnen. Und da hatte ich so Bock drauf, in dieses Kassel einzutauchen und das mal zu schildern, wie es da aussah. Und Nick und Henry gehen dann also in diesem wunderschönen, entstehenden Kassel auf die Suche nach seinen Eltern. Und er hat nur ein Schmuckstück von seiner Mutter und über dieses Schmuckstück kriegen sie ihre erste Spur. Und stellen fest tatsächlich, dass die Spur über diesen Simon Dury führt. Der kannte wohl Nicks Eltern. Dieser berühmte Architekt, den habe ich also einfach mal frecherweise eingebaut, ist eine der wenigen realen Figuren. Und sie versuchen dann, den aufzuspüren, aber es ist gar nicht so einfach. Man konnte ja keine Gesichter googeln, ne? Man wusste gar nicht, wie sieht denn der aus. Und wie kommen wir kleinen Lichter, die wir da durch Kassel irren, an so einen großartigen Architekten ran? Nick ist sehr begabt, der kann zeichnen und der bewirbt sich dann als Student bei der Akademie. Und es war auch wirklich so, dass die Akademie Studenten aufgenommen hat. Die wollten viele Studenten haben, die wollten Leute haben. Und haben, also Nick schafft es dann irgendwie auch mit einer kleinen List, um das abzukürzen, das müsst ihr dann alle hier selber lesen, schafft er es auf dieser Akademie und hofft da, Simon Louis Dury auch zu treffen und zu finden. Und dann ist es so, dass die Studenten eine Einladung plötzlich vom Landgrafen kriegen. Also der Landgraf und Dury, die waren ja sehr eng miteinander verwandelt. Und der Landgraf hat zweimal die Woche eine sogenannte Kur veranstaltet. Das waren sehr
lockere Begegnungen, da ging man so hin. Das waren so Einladungen, es gab ein bisschen was zu essen und zu trinken. Man traf sich im Palais Palais Bellevue. Und das waren so informelle kleine Begegnungen. Das dauerte 2-3 Stunden und dann ging man wieder. Und die Studenten bekamen also eine Einladung. Und Nick erhofft sich natürlich von dieser Einladung, dass er da endlich auf diesen Architekten trifft. Und er nimmt Henry mit, weil alleine traut er sich nicht. Sie muss also mit und er bringt sie, damit er sie überhaupt mitnehmen kann, als seine Verlobte ins Spiel, was sie natürlich ein bisschen schräg findet. Aber es ist auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Mittlerweile hat sie etwas längere Haare. Sie sieht auch langsam mal aus wie ein Mädchen. Sie kriegt auch so annähernd weibliche Formen. Sie hat sich also schon etwas verändert. Und die beiden wollen also auf diesen Empfang. Henry hat es auch geschafft, sie haben auch mittlerweile Leute kennengelernt und so weiter. Henry hat es geschafft, sich ein richtiges Kleid zu besorgen. Denn in der Zeit waren die Kleider ja sehr, sehr opulent. Also die Frauen mussten, glaube ich, quer durch die Tür gehen, weil die so breit waren, also so riesen Reifröcke anhatten. Und Henry hat also entsprechendes Kleid gefunden und die beiden gehen jetzt dahin. Am Eingang ging es wesentlich weniger förmlich zu, als ich erwartet hatte. Ein Page hatte eine Liste, auf der die Gäste namentlich aufgeführt waren. Der junge Mann schaute kurz nach dem Namen Nicholas Lambert und Verlobte und nickte. Er wies mit der Hand auf eine große Tür im Innern und widmete sich dann den nächsten Ankommenden. Bei dem Wort Verlobte war mir schon wieder das Blut ins Gesicht geschossen. Wir gingen beide etwas zögerlich durch die angewiesene Tür und traten in einen großen Saal, in dem sich recht zwanglos Paare und einzelne Menschen bewegten. Ein kurzer Blick auf deren Garderobe beruhigte mich etwas. Wir waren passend angezogen und würden nicht auffallen. Während ich noch mit dem Dresscode beschäftigt war, hatte Nick einige seiner neuen Kommilitonen entdeckt und strebte auf eine Gruppe gut aussehender junger Männer zu, die in einem Kreis standen. Als wir uns näherten, traten einige der jungen Herren zur Seite, begrüßten uns fröhlich und streiften mich mit bewundernden Blicken. Wo zum Teufel war hier mal ein Spiegel, dass auch ich mich endlich mal ansehen konnte? Ich musste ja mächtig was hermachen. Nick flachste mit seinen neuen Freunden und ich nippte an einem Glas Wein, das sie von einem Pagen gereicht bekommen hatte. Er schmeckte ziemlich süß und stieg mir sofort zu Kopf. Auf Tischen am Rande des Saals standen diverse Speisen und einige der Besucher bedienten sich großzügig. Ich merkte plötzlich, wie hungrig ich war. Ein Frühstück hatte vor Aufregung und aus Zeitmangel nicht stattgefunden und es war langsam schon Zeit für ein Mittagsmahl. Ich warf einen Blick auf Nick, der mit seinen Kommilitonen beschäftigt war und wohl keinen Hunger verspürte, und näherte mich dem Buffet. Ich nickte einem Herrn zu, der mich freundlich musterte und schob mich an ihm vorbei in Richtung Wand. Am Rande des Saals fühlte ich mich sicherer als mitten unter den vielen Menschen. Der Mann trat höflich einen Schritt beiseite und ich schaute direkt in das Antlitz einer hübschen, jungen, schlanken Frau in einem grünen Kleid. Das hat ja genau die gleiche Farbe wie meins, schoss es mir durch den Kopf, als mir endlich dämmerte, dass ich gerade mein eigenes Spiegelbild bewunderte. Donnerwetter! Mir blieb der Mund offen stehen. Josephine hatte wirklich ein Wunder vollbracht. Ich war nicht wiederzuerkennen. Meine Haare waren zu einem kleinen Dutt am Hinterkopf zusammengesteckt. Der freie Nacken und die Löckchen an der Seite betonten mein schmales Gesicht und die grünen Augen mit den dunklen Wimpern. In dem eng geschnürten Kleid hatte ich tatsächlich so etwas wie Brüste. Und meine Taille war schmal und ging in eine durch einen Polstergürtel verbreiterte Hüfte über. Die lindgrüne Farbe passte exzellent zu meinen Augen und den blonden Haaren. Ich schnappte nach Luft. Als sich ein dunkler Lockenkopf über meine Schulter ins Spiegelbild schob. Mach den Mund wieder zu, das bist wirklich du. Nick grinste über das ganze Gesicht. Wieder schoss mir das Blut in die Wand. Ich fühlte mich ertappt, aber bevor ich schimpfen konnte, zog Nick mich vom Spiegel schon wieder weg. Es geht los, der Landgraf ist im Hause und wenn wir einen Blick erhaschen wollen, müssen wir uns ein bisschen vordrängeln. Mir stieg der Essensgeruch in die Nase, als er mich am Buffet vorbeischob und dem Beispiel einiger Damen folgend, griff ich einfach nach einem Tellerchen mit ein paar leckeren Happen und folgte Nick ins Zentrum der Menschenmenge. Da ist der Landgraf. Ein recht unscheinbarer Typ, groß und etwas füllig, der gerade gelangweilt ein Fleischstück auf eine Gabel spießte und sich mit der Frau, die links von ihm saß, unterhielt. Ich inspizierte die anderen Gäste, die offenbar so wichtig waren, dass sie mit dem Landgrafen am Tisch sitzen durften. Nick hatte in der Zwischenzeit meinen so tapfer erbeuteten Teller mit den Häppchen auf eine Vitrine gestellt und zog mich in Richtung des Tisches zu einer Gruppe junger Männer. Studenten. Ob sie den großen Baumeister entdeckt hätten, versuchte Nick in Erfahrung zu bringen. Aber die jungen Herren schüttelten den Kopf, der wäre wahrscheinlich gar nicht da. Ich bekam von einem Pagen gerade das nächste Glas Wein gereicht und machte die Erfahrung,
dass, wenn ich nur genug trank, der Hunger irgendwann vorüberging. Ich fühlte mich seltsam leicht und etwas benebelt. Nick wurde langsam zappelig. Er hatte so viel Hoffnung in diese Einladung gesetzt und jetzt sollte der Baumeister gar nicht da sein? Tatsächlich löste sich die Gesellschaft schon langsam auf. Die ersten Gäste verschwanden in Richtung Ausgang. Die Platten mit den restlichen Speisen wurden hinausgetragen. Und auch die Gesellschaft am Tisch war bis auf drei Herren, die jetzt beim Landgraf saßen, geschrumpft. Mir war ein bisschen schwummrig vom vielen Rumstehen und ich war froh, als wir uns bewegten und etwas näher an den Tisch heranrückten. Warm war es hier, es könnte mal jemand ein Fenster öffnen. Ich versuchte mir mit der Hand Luft zuzufächeln, aber plötzlich gab der teure Parkettboden unter meinen Füßen nach und ich konnte alsbald die kunstvollen Stuckarbeiten an der Decke des wunderschönen Saales bewundern. Dann wurde es schwarz um mich herum. Als ich wieder zu mir kam, sah ich Nicks verstörtes Gesicht direkt über mir. Henry, was ist los mit dir? Schlecht. Mehr brachte ich nicht heraus. Mir war hundeelend. Der Schweiß stand mir auf der Stirn, meine Hand war jedenfalls feucht, als ich mir über das Gesicht wischte und ich brauchte dringend frische Luft. Ich hörte eine hohe Männerstimme, die meinen Helfern befahl, mich in einen Nachbarraum zu bringen. Starke Arme griffen unter meinen Körper und zwei junge Männer trugen mich durch eine Tür in einen recht schmucklosen Raum. Eine junge Frau begleitete die Herren und machte sich, so wie ich auf dem einzigen Sessel platziert worden war, an meinem Mieder zu schaffen. Viel zu straff geschnürt, hörte ich sie sagen. Und als sich die Bänder lösten, ging es mir auch gleich besser. Nick reichte mir ein Glas Wasser, das wohl einer der jungen Herren besorgt hatte. Allmählich nahm ich meine Umgebung wahr. Ein nüchterner Raum, eine Art Büro mit vielen Tischen und hohen Fenstern, von denen meine Helfer schnell zwei geöffnet hatten. Überall lagen Papierrollen und das ganze Zimmer strahlte eine zweckmäßige Atmosphäre aus. Ganz ähnlich wie der Zeichensaal in der Akademie. Als die Herrschaften merkten, dass es mir besser ging und ein größeres Spektakel ausbleiben würde, trollten sich die meisten. Bei mir blieben nur noch die junge Frau, Nick und ein mir unbekannter Herr. Er lehnte am Ende des Raumes an einem großen Schreibtisch und verfolgte das Geschehen zurückhaltend, aber trotzdem gebannt. Die junge Frau schnürte mir das Mieder wieder zu, wesentlich weniger eng als zuvor, lächelte mich erneut an und fragte, ob ich noch etwas bräuchte. Ich schüttelte den Kopf, bedankte mich und sie verließ das Zimmer. Jetzt waren nur noch Nick, der Fremde und ich im Raum. Alles wieder gut? Nick hatte sich wirklich Sorgen gemacht und schaute mich forschend an. Ja, ja, ich bin in Ordnung. Wo sind wir hier? Im Zeichensaal des Landgrafen schaltete sich jetzt der Mann am Schreibtisch ein. Nicks Kopf flog herum. Mit dem Rücken zum Schreibtisch hatte er die mittelgroße Gestalt offenbar gar nicht bemerkt. Ein gepflegter Mensch mit ordentlich frisierten kleinen Locken und einem offenen, interessierten, aber auch skeptischen Gesichtsausdruck. Als Nick ihn anblickte, veränderte sich die Mimik des Mannes, der Gesichtsausdruck zuvor von kühlem Interesse geprägt, wandelte sich in totales Erstaunen. Er starrte Nick geradezu an, den Mund leicht geöffnet. Schnell hatte er sich wieder im Griff, aber auch Nick war die Veränderung nicht entgangen. Ist irgendetwas? Nein, nein, ihr habt mich nur an jemanden erinnert. Er verwendete die altmodische Anrede ihr. Das sprach immerhin für eine gewisse Wertschätzung, vielleicht auch Unsicherheit. Vielleicht kann ich euch weiterhelfen, wenn ihr mir verratet, wer ihr seid. Nick tat es ihm gleich in Sachen Anrede und die beiden Männer standen sich jetzt gegenüber. Den Mund des Mannes umkräuselte jetzt ein kleines Lächeln, was ihm einen spöttischen Gesichtsausdruck verlieh. Gestatten? Simon Dury, Baumeister. Ich erstarrte. Heiliger Bimbam, meine Ohnmacht hatte uns in den Olymp katapultiert, in den Zeichensaal des Landgrafen mit seinem gottgleichen Baumeister. Also, da haben sie ihn doch noch gefunden. Ja, und was diese Begegnung bedeutet und wie es mit Nick und Henry weitergeht, das geht dann auf den folgenden Seiten. Ich würde hier mit meinem Vortrag oder mit meiner Lesung dann erstmal schließen. Und bin gespannt, ob ihr Fragen habt, ob ich noch irgendwas erklären kann. Ja, also bin da ganz, ganz offen, kann jeder gerne fragen, was er vielleicht noch wissen möchte. Das war dann jetzt alles erst aus dem ersten Buch. Das ist alles aus dem ersten Buch. Das Problem mit dem zweiten Buch ist, wenn ich daraus was vorlese, muss ich verraten, wie das erste endet. So. Und das ist natürlich doof. Ich kann so viel verraten, dass das zweite Buch, da wird Nick Soldat in Amerika. Also es geht natürlich mit den beiden weiter, auch nicht kein allzu großer Zeitsprung. Und Nick begeht eine Eselei und unterschreibt einen Vertrag und landet also als Soldat in diesem
als Vertragssoldat, die nach Amerika müssen, die die englische Krone im Krieg gegen die Rebellen unterstützen. Also er landet in der amerikanischen Revolution. Das wissen viele gar nicht. Der Landgraf hat hessische Soldaten verkauft an die Krone. Es mussten immer 12.000 in Amerika sein, die also die Kolonialherren gegen die Rebellen unterstützen. Und man wusste einfach, dass die Hessen tolle Soldaten sind, die waren super ausgebildet. Es gab früher auch üblicherweise eigentlich kein stehendes Heer. Also man hatte nicht irgendwie Kasernen und Soldaten, aber die Hessen hatten das. So ein bisschen nach preußischem Vorbild. Und deswegen waren die bestens ausgebildet und die hatten in Amerika auch echten Ruf, die Hessians. Die waren berüchtigt. Man sagt, dass sie keine Gefangenen gemacht haben. Und die Engländer waren zwar tolle Seeleute, aber so mit Kämpfen zu Lande waren sie nicht so dolle. Waren auch nicht so gut mit Soldaten bestückt. Und dann haben sie sich also Hilfe aus Hessen geholt. Und das musste ja mal, da musste Nachschub geliefert werden. Ne? Da starb ja mal der eine oder andere, fiel in der Schlacht. Und dann machte sich in Amerika vom Acker. Und dann wurden die Methoden auch mit der Zeit etwas rüder. Also man hat dann auch nicht mehr so... man hat nicht mehr gefragt, ob sie mitwollt. Man hat dann auch Leute zwangsverpflichtet und rübergeschickt und damit auch gutes Geld verdient. Aber die Soldaten haben auch gutes Geld verdient. Also die wurden ganz gut entlohnt. Und was ich ganz interessant fand, da war ich gerade dabei, das zweite Buch zu schreiben. Das war letztes Jahr im Winter. Gab es plötzlich eine Meldung. Da war in Delaware in Amerika, da hat es eine wichtige Schlacht gegeben. Und da waren so Hobbyausgrabungen. Also da war die Uni hat das betreut. So Hobbyarchäologen haben da ein bisschen gebuddelt. Und die gruben plötzlich so eine Münze aus. Und das war eine sogenannte Goldguinee. Und das war der Sold der hessischen Soldaten. Das bekamen die im Monat. Und da hat man schon gedacht, hey wow, wir haben so eine Guinee gefunden. Also hier war wohl eine Schlacht. Und irgendwann stieß jemand auf Knochen. Und dann haben sie gesagt, stopp, jetzt müssen Profis ran. Dann haben sie die Amateure nach Hause geschickt und haben dann Profi-Archäologen geholt. Und dann haben die tatsächlich 16 Leichen ausgegraben, also 16 Skelette von hessischen Soldaten. Und es war eine legendäre Schlacht am Delaware. Die Rebellen wurden angeführt von einem gewissen George Washington, der spätere Präsident. Und die haben die Rebellen auch gewonnen. Die haben erstmal überhaupt nichts gewonnen, die Rebellen. Die waren völlig schlecht bewaffnet und unorganisiert. Aber diese Schlacht haben sie gewonnen und das hat ihnen Mut gemacht, die Rebellion überhaupt weiterzuführen. Und es gab ja dann einen gewissen von Steuben, der die Amerikaner dann ausgebildet hat, auch ein deutscher Offizier, preußischer Hintergrund. Und da gibt es ja heute noch die Steubenparade, die danken ihm ja heute noch, weil er aus diesen ganzen Bauern mit ihren Mistforken und Jagdflinten deine Armee gemacht hat. Und am Ende haben sie ja gewonnen gegen die Engländer und die Engländer haben dann klein beigegeben und die Amerikaner waren von da an unabhängig. Ja, und in diesem Krieg taucht Nick ein. Und Henry muss ihn dort suchen. Und dann geht die Geschichte also, sie fängt wieder hier in Hessen an, aber sie geht dann rüber nach Amerika. Also da wird es dann sehr abenteuerlich und sehr geschichtlich. Aber ich glaube, das ist ein ganz spannender Teil der hessischen Geschichte, den viele gar nicht kennen. Und deswegen da gibt es ja den Film Der Sommer, der in Winter war, der ganz in genau. Hohen Norden gedreht worden ist. Mit Christian Quadflieg genau. Und Sigmar Solbach genau. In den Hauptrollen als Brüder. Ja, aber der Film hört ja da auf, also da geht es auch um den Handel, um den Soldatenhandel, aber der gehört eigentlich mit der Schlacht am Delaware auf. Das ist der Schluss dieses Films. Ja, der habe ich damals auch gesehen. Das war mal so großes Familienfernsehen, ne? Hat man abends, der Winter, der ein Sommer war, genau. Hat man geguckt. Die Schriftstellerin hat einen italienischen Namen. Das habe ich auch gelesen, das Buch. Ach, ich habe es auch hier hinten als Literaturstück drin. Das ist... Muss ich doch nur nachgucken. Der Winter, der ein Sommer war, Sandra Paretti. So heißt sie, genau. Ja. Ja, und vielleicht noch ganz kurz, warum ich meine Heldin in Indien groß werden lasse. Meine Schwester war lange in Indien. Die hat da von 2001 bis 2011 oder 12, glaube ich, gearbeitet. Und ihr erstes Projekt war 2004 zu Ende. Und sie kam Weihnachten nach Hause. Und sie kam am Donnerstag nach Hause und am Sonntag war der Tsunami. Und der war genau da, wo sie gewohnt hat. Also sie hat am Strand gewohnt. Und wenn sie noch da gewesen wäre, tja, wissen wir nicht, ne? Meine Eltern haben sie kurz vorher noch besucht. Die haben in einem Strandhotel gewohnt. Und dann kam sie echt nach Hause und am Sonntag ging da die Welt unter. Da hat sie auch ganz viele, die Fischerdörfer hat sie alle erwischt. Also da gab es ja auch ganz, ganz viele Tote.
Und dann wollte ich meiner Henry so einen wirklich spektakulären, tragischen Background geben und habe sie also hab sie da wohnen lassen, weil ich mich da auch ein bisschen auskannte. Man muss ja, man kann ja eigentlich nur Sachen beschreiben, wo man schon mal war oder wo man sie auskennt. Dann wird es einfach authentischer und dann habe ich das halt als Background genommen. Ja, das hat auch so eine kleine Familiengeschichte. Sind das Ihre ersten Bücher? Mhm. Ja, das ist also tatsächlich, das hier ist das allererste Buch, was ich geschrieben habe. Und das Witzige war, ich hatte es dann fertig und habe es dann, ich bin ja selbst Publisher, habe es dann mit Books on Demand gemacht. Und habe dann ein Buch bestellt zu mir nach Hause. Ich wohne ja mittlerweile in der Wetterau in Randstadt. Und dann war ich aber an dem Tag, ich kriegte dann eine Nachricht, da ist ein Paket angekommen, war ich aber gerade in Frankenberg. Und die Buchhandlung Jacobi wollte die erste Lesung machen und hatte also auch schon Bücher bestellt. Und dann bin ich tatsächlich in die Buchhandlung und habe mein eigenes Buch gekauft, weil ich es in der Hand haben wollte. Das war ganz lustig. Ich glaube, das ist sogar das hier. Also das sieht schon ziemlich abgerockt aus, weil ich da immer draus lese und auch schon rumkritzle und mir Markierungen reinmache und so. Ja, das ist mein allererstes Buch. Und dann haben natürlich alle gesagt, wie geht das denn weiter? Weil das Ende ist nicht offen, aber es ist ein richtiges Ende, würde ich sagen. Aber es lässt natürlich Platz für einen zweiten Teil, so würde ich es mal beschreiben. Und dann habe ich letzten Sommer schon angefangen, den zweiten Teil zu schreiben und habe lange Winterabende genutzt, um dann auch fertig zu werden. Ja. Und das ist jetzt der zweite Teil, da geht es dann quasi nahtlos weiter mit dem Schreiben. Was treibt einen dazu, ein Buch zu schreiben? Corona. Das war so langweilig. Oh, also da war ja auch beim Radio nichts los. Und dann hat man nur noch Corona-Nachrichten verbreitet. Es gab ja auch nichts anderes. Das ist ja nicht passiert in der Welt. Und dann habe ich, so viele lange Winterabende mit Mann und Hund. Wenn ich meine Ehe retten will, nee, nicht ganz so schlimm. Aber da hat es einfach Sinn gemacht. Ich wollte es immer schon mal machen. Ich glaube, dass jeder, der gerne liest, schon mal so gedacht hat, ich könnte auch mal ein Buch schreiben. Und ich bin Fan von Zeitreisegeschichten, habe als Jugendliche schon Zeitreisegeschichten gelesen und habe aber auch Outlander natürlich gelesen von Diana Gabaldon, falls das jemand kennt. Und habe mir dann überlegt, wie wäre denn Outlander in Essen? Wie würde das denn sein? Und habe dann eine Heldin kreiert und habe dann so meine eigene Welt geschaffen. Und das hat riesen Spaß gemacht. Und wenn man da mal 100 Seiten geschrieben hat, dann merkt man auch, okay, also wer 100 Seiten schreiben kann, kann auch 200 schreiben und dann